Du, wir sind vor ein paar Stunden auf Vancouver Island angekommen und wir waren jetzt schon einkaufen für die nächsten paar Tage. Und wir sind jetzt auf dem Trail und wir stehen mitten im Regenwald. Das ist einfach super cool. Ah, wir haben jetzt unseren ersten Schlafplatz hier in Vancouver Island erreicht. Ihr seht schon, wir werden heute unter der Brücke schlafen, aber mit Stil, ja. Wunderschöne alte Eisenbahnbrücke mit Picknickbank. Ja, da werden wir heute oder unten übernachten. Und dann geht es morgen weiter auf diesem wunderschönen Trail. So, wir sind jetzt hier den Berg runtergekommen und ich drehe meine Kamera. Da hinten geht es jetzt fast 90 Grad hoch. Also der Anfang war ja noch ein Rail Trail,
Weil hier ist keine Eisenbahn lang gefahren. Seitdem wir heute Morgen losgefahren sind, geht das links und rechts hoch und runter durch den Wald. Also wir sind nur am Schieben. Wir wollten heute eigentlich die Fähre nehmen, aber ich glaube, daraus wird nichts. Und hier vor diesem wunderschönen Mammutbaum erklären wir euch, warum wir schon in Victoria sind. Und das letzte Video haben wir in Hope aufgehört. Auch in Hope aufhören lassen. Ja, das liegt daran, weil die Fahrt bis Vancouver Island, es war wieder nur Highway, es war einfach nur alles blöd. Jetzt sind wir hier so ein bisschen durch den Regenwald gefahren. Das war auch super geil, super, super geil. Ich weiß, aber es war halt 150 Kilometer. Es war wieder so ein ganz kleines Stückchen. Von diesem ganzen Kanada, was so super geil ist. Und es war halt voll dunkel. Ich weiß nicht, ob man das so sieht auf den Videos. Müssen wir mal schauen. Jetzt geht's weiter zum Hafen. Wir verlassen Vancouver Island nämlich schon wieder. Genau. Wir fahren nämlich zurück in unser Lieblingsland in Amerika. Nach den USA. Genau. Wir fahren zu den richtigen Redwoods nach Kalifornien.